Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, ich bin hier gerade im Tiefland wieder unterwegs. Wir machen heute mal wieder ein bisschen weiter an unserer Pyramide, damit die Gur-Ult-Mutterschiffe auch endlich mal landen können. Und dementsprechend, ja, eine Seite haben wir ja schon soweit halbwegs fertig. Wir müssten aber jetzt mal gucken, dass wir hier nochmal den Rest weitersetzen. Und ich glaube, das war jetzt ganz schlecht. Ah. Ach nee, ich bin ja nicht blutbefleckt gerade. Ah, oh gut. Das wäre jetzt unser zweiter Tod gewesen hier im Tiefland. Aber gut. So, dann wollen wir mal gucken, dass das jetzt hier hinten auch noch ausreicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier in den Baumodus und bauen hier jetzt noch weiter hoch. Und schauen, dass wir das halt bis oben hin gefüllt kriegen. Mal gucken, dass wir heute wenigstens vielleicht nochmal zwei gute Seiten fertig kriegen. Das wäre ganz schön. Das wäre mega schön. Das wäre mega schön. Dass wir quasi zwei Seiten jetzt hier nochmal fertig kriegen. Einer Medaille. Haha. Und damit wir uns dann halt auch mal endlich im Klaren sind, wie viel Budget haben wir denn da noch? Weil es sind noch haufenweise Fundamente, die ich jetzt verteilen muss. Ich hatte sogar schon mit ein, zwei Leuten drüber gesprochen und wir hatten dann auch gesagt, ja, wir müssten ja eigentlich ein Stargate reinbauen. Ne? Aber ja, so ein runden Gegenstand, der genau sowas mit blau schimmernder Oberfläche hat, haben wir jetzt noch nicht. Ich wüsste auch nicht, ich bin halt nicht so kreativ. Da gibt es bestimmt kreativere Leute als mich. Die das eher hinkriegen könnten. Also wenn ihr da irgendwie wen kennt oder ähnliches, schickt ihn ruhig zu mir. Ich würde da gerne ein Stargate reinbauen. Bauglitches sind zwar bekannt, aber dafür, wie gesagt, bin ich dann halt wiederum nicht kreativ genug. So. Dip-dip-dips. Schieben wir mal hoch hier. Immer weiter, immer weiter. Gut, ich glaube, jetzt sollte ich mal den Flugmodus nutzen. Jetzt müsste das im Flugmodus leichter sein. Oder auch nicht. So, einmal hier, einmal da. Wichtig ist, dass sie gesnappt sind. Das bringt mir ja nichts, wenn sie dann fliegend sind. Ah, doch. Aber da war schon ohne Snap. Na, ich bin mal gespannt, wie viel Baubudget nachher noch übrig bleibt. Wird, denke ich mal, jetzt nicht allzu viel sein. Das ist halt ein riesiges Fundamentwerk. Da war mal jetzt schon ordentlich was verbaut. Und ich möchte ja auch die Seiten alle einmal komplett zumachen. Das heißt, es fehlen noch ganze drei Seiten, die wir zumachen müssen. Oben soll ja auch noch halbwegs ein Deckel drauf. Deswegen, eieiei. Gut, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, ich hatte das denn hier immer mit einer Foundation gemacht, ne? Genau, mit einem Fundament hatte ich das denn gemacht. Um die Ecken dann zuzumachen. Gut, die Seiten haben wir jetzt soweit schon mal fertig. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal das Fundament. Und das hatte ich dann immer in der Richtung ausgerichtet. Klebt das schon mal hier in die Ecken rein. Bitte richtig rum, Turtle. Dankeschön. So. Wunderbar. Mal gucken, ob wir es noch, ja, noch weiter hochziehen können. Wir es ja auch nicht. Ich bin schon wirklich am obersten Limit. Aber ich möchte halt auch keine kleine Pyramide haben, ne? Deswegen, oben wird das halt wohl ein bisschen flacher. Aber ich denke, man wird trotzdem noch eine Pyramide erkennen können. Hoffe ich mal. Ich hoffe, ich erinnere mich, wie ich das jetzt letzte Woche gebaut hatte. Mit dem Dach. Okay, der will nicht. Er sagt, nee, hab ich nicht, will ich nicht. Willst du denn jetzt nicht?
Nein, mag ich nicht. Okay, gut. Da war er doch eben. Ja. Na. Sage mal. Gut, gehen wir halt. Hoppala. Wenn man dann immer Shift drückt, weil man dann sprinten will. Schon ist man wieder ganz oben angekommen. Dann gehe ich das halt manuell machen. So. Wo ist denn da das Problem? Ist irgendwie schief geraten oder so? Ist deswegen jetzt gerade nicht snappt? Nö. Daran liegt's nicht. So, ein weiter hoch. Na komm schon. Jetzt will er wieder nicht. Gut, das ist schon mal die Seite. Ziehen wir jetzt die andere nach. Der Winkel hat einfach nicht gestimmt. Wollte gerade sagen, das war doch eigentlich mal viel einfacher hier. So, die nächsten. So, jetzt muss ich mich an die Ecke erinnern. Wir hatten auf jeden Fall hier eine Plattform drinne, die ich dann auch immer nach da ausgerichtet hatte. Kann ich hier auch schon eine reinklatschen? Weil ich sie gerade in der Finger habe und so. Wir könnten ja erstmal das Betonfundament fertig machen. Wir haben es ja schon soweit schon mal gemacht. Das hatte ich mit irgendeinem Glitch gemacht. Aber ich glaube, es war einfacher, wenn wir die Wände dazu benutzt hatten, ne? Ah, wie habe ich denn das gemacht? Das war. So, hier ein dran. Muss mich erstmal selber wieder dran erinnern. Genau, dann hatte ich hier von dem aus den Snap-Punkt genommen, damit ich es auch definitiv gerade habe. Will er nicht. Genau so brauche ich das. Und kann das denn so ransetzen und den dann wegmachen. Genau so war das. So, und jetzt können wir auch kürzlich nehmen. Jetzt sollte das nicht mehr das Problem sein. Ach, interessant. Beim anderen Charakter hatte ich diese Leuchtdinger hingestellt und hier wird mir das auch noch angezeigt als. Okay. Dass ich das gebaut habe. Bauerlich Quen im Camp habe ich heute offscreen kurz mal mit dem anderen gemacht. Interessant, dass er mir das hier auch jetzt auch anzeigt. Als kürzlich verwendet. Ja gut, ist jetzt auch nicht so weiter schlimm, ne? Also, mein Gott. Denn ist das so? Da habe ich jetzt nichts irgendwie heimlich irgendwo hier hingebaut. Oder heimlich eingebaut. Heute will das nicht so, wie ich will, wa? Na, jetzt. Machen wir gleich die nächste Schicht. Und hier auch nochmal. Zum Glück müssen wir jetzt nicht so viel abzählen. Das Abzählen hat sich ja jetzt erstmal erledigt. Weil jetzt ist es ja eigentlich nur noch ausfüllen. Das heißt, wir machen jetzt eigentlich nichts wirklich sehr Spannendes hier heute. Am liebsten hätte ich auch noch irgendwelche Schrägen drinne, die das dann von innen so ein bisschen einschrägen.
Ich glaube, wenn wir das nachher noch mit einem Dach bearbeiten oder so, dass man dann sagt so, okay, gut, wir machen jetzt noch ein schräges Dach rein, damit es dann so aussieht, als wenn das abgeschrägt ist, damit das dann von innen dann so abgeschrägt, angewinkelt nach oben geht. Ich glaube, das wird unser Baubudget dann komplett sprengen. Dann haben wir halt nur eine Pyramide, die von innen abgeschrägt ist. Ich hätte da ja schon noch gerne irgendwie was Kleines drin. Muss ja nicht viel sein. Muss ja nicht viel sein. Aber irgendwie so eine Kleinigkeit, wenigstens, was weiß ich, Tisch und Stuhl. Ich bin minimalistisch. Vielleicht noch ein Bettchen. Mal gucken. So. Immer weiter hoch hier. Da, 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 da. Da auch noch mal, da auch noch mal. Na komm schon. Das Projekt muss doch hier langsam mal wachsen. Oh, noch Momento, ich glaube, ich baue hier gerade einen Fehler, oder? Nee, doch nicht. Ich noch mal von unten. Eigentlich ja schon mal von unten so bei dem Boden ansetzen hier. Müssten sich ja bald treffen. Ungefähr so. Ziehen wir das jetzt mal so rauf, damit wir auch mal eine andere Setzart haben, weil das müssen wir noch danach. Also wenn die Ecke hier fertig ist, dann müssen wir das noch zweimal wiederholen. Da, 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 da. Mal gucken. Hauptsache, das sieht nachher aus wie eine Pyramide und dann bin ich glücklich. Kann ich wenigstens sagen, ich habe eine Pyramide. Ich komme aus dem alten Ägypten. Gut, dann haben wir die Seite schon mal komplett fertig. Drehen wir es nochmal um und machen hier nochmal weiter. Ich glaube, so ist sogar noch ein bisschen einfacher. Aber dann gleich so zu machen. Zack, zack, zack. Und der letzte. Wunderbar. Gut, dann jetzt noch die Mittelplattform einmal rein. Dann die Decken rein. Dann wollen wir ein bisschen fummeln. Fummel, 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 fummel. Ah, also. Ah, haben wir ihn gleich. Na komm. Ich weiß, du willst. Genauso wie ich will. Den haben wir auch drin. So, soll eigentlich passen? Ja, passt. Gut, dann brauchen wir jetzt nochmal die Ecken. Das ist eine da, eine da. Kann man ja gerade mal ein bisschen mehr nehmen, ist ja nicht so schlimm. Mein Gott, der Stahl wird mir jetzt nicht abhanden kommen. Zur Not gehe ich demnächst wieder ein klein wenig Dings machen. Schatzgarten. Und dann hat man eigentlich auch schon wieder ordentlich Stahl drin. Ja gut, dann machen wir es halt so und so. Und Hauptsache, ich krieg's richtig rein.
Dann kann der hier weg. Dann kann der hier weg. Oh. Der muss aber nochmal gedreht werden, weil sonst können wir nicht ansetzen. So. Gut, nochmal nächste Eck. Oh. So rum muss das sein. So und so. Ich werde gleich den nächsten einmal reinpopeln hier. Mensch, das sieht doch schon ganz gut aus. So, hier auch nochmal. Oh. Hast den falschen weggesenzt. So, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das jetzt am besten hier unten rein, ohne... Ich glaube, den hatte ich dann manuell gesetzt, ne? Mit der freien Verfügbarkeit hier. So. Okay, haben wir die nächste Seite fertig. Gut, dann können wir gleich weitermachen. Die nächste Seite wartet. Mal rüber hier. Wenn man beim Setzen mal wieder zu schnell wird. Ja, das müsste ungefähr die Höhe sein. Oh, wir werden gut über die Hälfte ausgegeben haben, wenn das hier fertig ist. Gut über die Hälfte. Ich sag mal so, wir haben jetzt etwas über die Hälfte an der Pyramide. Und dementsprechend... haben wir auch fast etwas unter der Hälfte. Also es bleibt nachher noch nun wirklich wenig übrig, so wie es ausschaut. Na gut, ich habe ja noch nicht mal in der Mitte die Dinger reingeknallt, ne? Da haben wir ja jetzt momentan noch so in der Mitte so ein Ding offen. Da wollte ich ja dann halt nochmal oben einen drüber haben. So ab einer gewissen Höhe und so. Wäre echt schon nicht schlecht. Ich glaube, so wäre einfacher gewesen im Ganzen, ne? Naja, gut. Nächstes Mal, nächstes Mal. Falls wir nochmal eine Pyramide bauen. Glaube ich nicht. Aber. Obwohl, für mich könnte es sein, aber das wäre dann für mich eher offscreen. Wenn sie mir jetzt sehr gut gefällt, dann baue ich sie meistens nämlich nochmal bei meinem anderen Charakter nochmal nach. Aber dafür muss sie mir jetzt auch wirklich sehr gut gelingen. Bis jetzt sieht sie okay aus, aber nur weil sie noch nicht fertig ist. Und weil sie noch größtenteils Vorstellungskraft beinhaltet. Ja, mal gucken, wir könnten eigentlich heute gut ausgefüllt kriegen. Das sollte hinhauen. Dass wir wenigstens schon mal die Seitenwände und so weiter soweit fertig kriegen. So.
ziehen wir auch nochmal rein. Gut. So. Na komm. Fehlt doch nicht mehr viel, wir haben es doch gleich. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Fehler gemacht, oder? Ne, fehlen nur noch die mittleren Dinger. Alles gut. Hat aber irgendwie auch sowas von dem Muster her. Hat auf jeden Fall auch was. Aber gut, jetzt haben wir die Seite auch schon mal soweit fertig. Das ist cool. Und nur noch hier die Bodenplatten anständig reinquetscht kriegen. Das ist ja auch eher nur eine Fummelarbeit. Na, ist nicht richtig drin. Einmal drehen. Ah, komm. Ah, nächster. Schaffen das. Sind gleich ganz unten an. Ah! Gut, beim letzten will er sich nochmal weigern, aber wir lassen es nicht zu. Wir lassen es nicht zu. Jawohl. Ist gesnappt? Ja, ist gesnappt. Gut. Dann einmal wieder die Ecken. Es wird schon mal auf jeden Fall pyramidiger. Da war nämlich nur noch eine Seite, die offen ist. Gut, und jetzt einmal nochmal die Ecken drauf. Hoppala. Fliegt mir hier fast das Mauspad weg. Na? Und einmal hier drauf. Dann der weg. Dann das hier weg. Mal drehen. Dann das hier auch weg. Ah, halt, einmal drehen bitte. So. Und hier nochmal drauf. So, den setzen wir auch nochmal dran. Ah, wir brauchen nicht zur anderen Seite gedreht. Ah, ich mag das in Unterkünften, da kann man aber schön viel spielen. Ist dann halt nicht an so ein paar Gesetze gebunden. Da kann selbst ich mich mal kreativ so ein bisschen ausleben. Auch wenn es nicht viel ist, aber... So. Und den letzten müssen wir manuell setzen. Drehen war zu viel. Lieber mit der Maus drehen.
Den jetzt halt nicht mittig. Wartet mal, machen wir anders. Ich nehme mal den Charakter, der bewegt sich halt nicht so viel nach rechts oder links. Als jetzt zum Beispiel der Flugmodus. Oder freie Kameramodus. Das sollte jetzt so eigentlich einfacher sein, das Ding hier reinzustellen. So. Oh. Das wird langsam. Das wird langsam. Okay, in Ecken kann man trotzdem noch festhängen. Gut, eine Ecke brauchen wir jetzt noch. Die muss nochmal voll gemacht werden. Machen wir sie nochmal voll. Das heißt, einmal hier hin. Sitz. Und dann ziehen wir hier nochmal durch. Es ist halt nur die Frage, ob wir drinnen dann halt alles nochmal mit Boden auskleiden oder eher nicht so. Also Boden reinzukriegen sollte nicht das Problem sein, da wir das gut abgemessen haben hier. Sollte dann Boden reinzukriegen nicht das sein, was uns behindert. Aber schauen wir mal. So. Denkt da eher so ans Budget. Denkt da eher so ein bisschen ans Budget. Weil wenn ich sehe, wie viel Budget wir jetzt gleich noch übrig haben. Könnte es vielleicht noch hinhauen, ja, aber ich habe ja oben noch kein Dach wirklich drin, ne? Das ist ja zum Beispiel auch nochmal was, was wir dann noch machen müssten. Ein kleines Dächlein und so. Gut, das könnte ich eigentlich auch mit Fundamenten einfach zumachen. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten vom Ganzen her. Einfach oben alles voll mit Fundamenten in eine Richtung ausgegraben und dann passt das. Könnte man hier jetzt nochmal sowas wie vielleicht Steinfundamente in der Mitte setzen. Dann könnten wir nämlich dann sagen, okay, wir könnten da noch zum Beispiel irgendwas draufpacken an Boden, der uns am ehesten gefällt. Mal schauen. Hier jetzt irgendwo ein Fehler drin? Nee. Bis jetzt nicht. Ah, ich sehe meinen Schatten. Einen fliegenden Schatten. Wie kann der denn fliegen? Geht dann sowas. Doch, ich habe hier irgendwo einen Fehler drin. Irgendwo bin ich zu zwei geworden. Hier bin ich zu zwei geworden. Ne? Das kommt dabei raus, wenn man einmal nicht aufpasst. Mach mal hier gleich gravierende Baufehler. Gut. Jetzt soll es aber passen. Jetzt sieht es richtig aus. Na denn, weitere Rampen. Mann, bin ich heute eine Rampensau. So, nächstes Eck. Haben's ja bald. Vorläufig. Na
Einmal ein Stück nach hinten. Wenn man einmal die richtige Ecke hat, dann ist es leicht, die Dinger reinzuziehen, aber... Wenn man sie dann halt mal nicht erwischt, dauert das ewig und 3 Tage. Bis man den richtigen Snap-Punkt hat hier. Den da noch. Und den letzten rein. Okay, gut. Nächste Ecke ist auch soweit fertig. Cool. Jetzt fehlt hier halt nur noch einmal Fundamente ringsrum. Also in den Ecken rein. Ist falsch rum gedreht. So rum. Na komm schon. Zeig mir, wie lieb du bist und schmieg dich da einfach ein. Ich weiß, dass es geht und ich weiß, dass du willst. Na komm schon. Sag mal. Mach's mal kurz anders. Ich hab damit einfach mehr Gefühl. Nee, das war doch schräg, müssen wir. Nee, das war noch nicht richtig. So. Na, los. Er will nicht. Er dreht sich nur. Jetzt. Jetzt. Polter. Polter. Die Polt. Gut. Haben wir hier die Fundamente auch drin? Das heißt, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Schrägen. Nur die Schrägen. Und ich habe eine Wand zu viel reingemacht. Die hätten wir gar nicht machen müssen. So. Gut. Dann einmal schon mal nach oben. Die gehört da nicht rein. Denn das gehört da rein. Das kann weg. Dann kann das hier einmal weg. Da haben wir gleich das nächste, was man weg kann. Gut, gleich nochmal eins. Gut. Ah, der passt gleich richtig rum rein. Perfekt. Ja, so war gut bei über der Hälfte jetzt schon an Baubudget. Ich bin ja mal echt gespannt, wie viel wir da jetzt noch von nahe benutzen können und was nicht. Na, hast du gesehen, das ist R gedrückt? Ja. Wollt die Dachziegeln halt nachladen. manchmal so ein Nachladesyndrom.
Keine Ahnung. Schon öfters vorgekommen, dass sie sogar Nahkampfwaffen, die keine Schussfunktion besitzen, nachladen möchte. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so drin, das mit dem Nachladen. Ich komme hier nicht wirklich nach hinten. Und so kann ich es nicht richtig sehen. Oh, passt perfekt. Ah, weil ich hier so ein bisschen in der Ecke steckt. Immer noch ein bisschen. So. Gut. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir halt nur noch die mittleren Dinger hier so ein bisschen füllen. Und da muss jetzt noch was rein. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach oben zu mit Fundamenten. Weil wie gesagt, wir haben auch nicht mehr viel. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch Bauhöhe. So 1, 2 könnten wir jetzt noch machen. Aber falls man jetzt sagt, so, ja, ich möchte mal auf die Pyramide gehen. Ich möchte die Aussicht genießen und so. Weil es ist schon eine schöne Unterkunft. Kann man nicht sagen. Also gerade so die Aussicht, die Sonne und alles. Ich finde das schon mega schön geworden. Es hat so ein Gefühl von Ruhe, Stille. Damit man versteht, was ich meine. Halt eher so ein bisschen ruhigerer Ort. An dem man sich an gute alte Zeiten erinnern kann. Alte Freunde, die man schon lange nicht mehr getroffen hat. Blödsinn, mit dem man mit ihnen gemacht hat. Sowas in der Richtung. Ich glaube, ich werde alt und senil, wa? So, wie gesagt, wir können jetzt hier, klar, wir könnten jetzt hier sagen, wir machen hier jetzt noch einen auf eine mittlere Ecke, dass wir dann halt einfach sagen, wir machen hier, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ziehe jetzt sozusagen noch so einen halben hin. Den wir dann halt, was weiß ich nicht, nochmal ansetzen hier. Mal. Moment, es gab doch von den Dächern. Ja, aber es sind die falschen Dächer. Es gab ein Dach, das hatte so ein. Genau, das hier. Aber das gibt es halt leider nicht für das Dach, was ich jetzt hätte. Da hätte ich jetzt einfach gesagt, hier, machen wir hier einfach einen drauf. Kleiden das hier nochmal ordentlich aus und so. Aber das gibt es halt nicht. Also es gibt es nochmal in der Variante, in Asbest. Aber wir haben es nicht in einer anderen Variante gekriegt. Von den Dächern gibt es halt nur noch flach. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einfach ein Flach drauf. So, machen den weg. Ich glaube, das wäre dann auch sowieso zu klein, ne? Nee, das wäre nicht zu klein. Machen wir hier einfach mal einfach noch einen dran. Ist es halt eine Krüppel-Pi-Spitze. Da möchte ich ihn nicht haben. Ein bisschen Baubudget sparen und so. Er nimmt sie nicht, weil sie an der Seite sind. Na gut, dann machen wir es anders. So.
Gut, und jetzt wieder umwechseln auf den Schrägen und nimm einfach die von der Seite, die Snap-Punkte. Gut. Kann ich da noch drauf? Ja, ich kann da noch drauf. Du könntest jetzt nochmal ein Stückchen höher ziehen. Aber ich glaube, dann komme ich nicht mehr drauf, ne? Wir machen es, glaube ich, nochmal ein Stückchen höher. Ach komm, ich haue jetzt alles hier mal weg. Sonst merke ich mir ja nachher noch irgendwas vor und verliere nachher meinen Bau. Nein, das wollte ich nicht wegmachen. Ich hätte gerne eine Zurücktaste, bitte. Wir nehmen einfach jetzt eine dicke Wand. Muss ja auch nicht zwangsläufig da drin bleiben. Brauchen wir eigentlich nur eine einzige. Und dann bauen wir es immer schön artig drumherum. Ja, aber die Befürchtung, dass das dann zu viel wird, oder? Mal gucken, wie es aussieht. So, jetzt brauchen wir Dach. Jetzt brauche ich die gerade. Und dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Spitze. So, ich will es nach innen gerichtet haben. Dann brauchen wir einmal die Schrägen. Den will er nicht nehmen. Warum auch immer. Den nimmt er zum Beispiel auch. Hier müsste dann halt auch nochmal einer hin. Mal gucken. Ja, den hier jetzt einfach abreißen. Wir sind ja eh in der Unterkunft. Wir sind doch eh in der Unterkunft. Jetzt wechseln wir erstmal hier. So. Ja, hier habe ich das mittlere Teil einfach nicht richtig gesetzt in den Boden. So. Jetzt nehmen wir uns nochmal kürzlich. Müsste doch jetzt so gesetzt sein, oder? Hä? Okay. Hingesetzt. Dann magst du den nicht haben, ne? Wir könnten jetzt die Ecken rausnehmen. Was klappt das denn? Dann magst du den auch nicht. Gut, das heißt, ich musste mit denen hier nochmal ein bisschen viel rumspielen. Das Problem ist, wir müssten halt noch ein tiefer kommen. Damit ich das so hinkriege, wie ich das haben möchte. Ich würde das aber gerne an Snap haben. Ich hätte das gerne in Snap. Ich dich jetzt wegnehme. Ich versuche jetzt dahin zu klatschen. Müsstest du ja eigentlich snappen können. So, jetzt gib mir mal bitte wieder den hier. Der macht es nicht wegen dem Boden, ne? Der macht es nicht wegen dem Boden. Mal nochmal anders tricksen. Wir müssen das ja irgendwie so rankriegen. Wir könnten die Schrägen nutzen. Damit wären sie gezwungen, sich so anzupassen. So.
Darf bloß den falschen nicht rausnehmen. Und jetzt müsste ich mal gucken, ob ich den hier jetzt an die Seite rankriege. Ja, kriege ich. So. Oh, ich stehe im Weg. So. Mit ganz viel Getrickse. Hauptsache, dass es gerade ist. Da ist er. Also durch den Snap wird es ja automatisch gerade. Dann nur maximal Mühe verzogen. Aber diese Verziehung kommt dann halt nicht von mir. Da kann ich sagen, das Programm ist schuld. Ich weise die Schuld von mir. Das hat schon mal ganz gut gepasst. Setzen wir den da wieder ein. Gut. Den machen wir auch noch ran. Und dann einmal hier den letzten. Ah, das sieht ein bisschen besser aus. Es ist halt nicht ganz, also es gibt halt keinen, der jetzt sehr eckig spitz nach oben eingeht. Aber ich würde sagen, so sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Weil wenn man auch von unten guckt, dann hat man ein bisschen besseren Kontrast. Wir können ja mal hier, ne? Von oben nochmal so ein bisschen gucken. Ja, ich finde, das sieht dann ein bisschen besser aus. Ist die Frage, jetzt haben wir ja hier frei. Könnten wir nicht einfach hier nochmal einen anderen Kontrast? So einen Mittelläufer durchziehen? Ich glaube, das würde sogar besser aussehen. Dann müssten wir den halt nur, so. Ja, wenn ich die falsche Seite mache, ne? Hier nochmal so ein Mittelstück reinsetzen. Ich hoffe, ich kriege es dann noch am Ende wieder raus. Weiß auch noch nicht, wie weit ich das jetzt runterziehe. Oh. Nein. Den wollen wir weg haben. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt nehmen wir hier wieder Dach. Der nimmt trotzdem den Snap-Punkt nicht. Ich hätte es vorher ausprobieren sollen, ne? Ich auch gerade merke, dass das eigentlich an der falschen Seite ist. Das geht gar nicht. So wie ich mir das jetzt gerade gedacht habe, geht gar nicht. Ich muss es mit Fundamenten ausfüllen. Ich muss es ja mit Fundamenten ausfüllen. Ich sehe gerade, dass die Ecke auch die komplett verkehrte ist. Ja gut, dann füllen wir das jetzt nochmal aus mit den Dingern hier. Muss ich auch mal gucken, welche Höhe ich das am besten ausfülle, ne? Gehen wir mal runter hier im Ganzen. Mal ein Stückchen ran. Das wäre so ungefähr die Höhe, die wir dann bräuchten. Das heißt 1, 2, 3, 4. Ab und zu bleibe ich jetzt in den Rillen hängen hier. So. Ich glaube, die Fundamente machen jetzt aber den Fett, den Salzhering hier auch nicht mehr fett. Den Pyramidensalzhering. Aber ungefähr so. Müssen wir ja nochmal gucken, dass wir hier irgendwie noch eine Tür reinkriegen. Also sprich einfach eine Wand. Er ist hier offen, da könnten wir aber dann halt einfach eine Planke reinmachen. Hier einfach mal
Nur mal so zur Schau, einmal schon mal eine Tür rein. Dass ich mir das jetzt so denke. Dann kommen wir hier rein und ab hier können wir auch gerade stehen. Ob ich das Ganze jetzt hier unten nochmal so ein bisschen abecke, ich glaube nicht. Ich glaube, damit wird das BG nicht so auskommen. Wenn wir jetzt wirklich hier nochmal sagen, okay, wir machen jetzt hier nochmal einen kleinen Boden rein. Dann aber halt auch nicht mit den hier, sondern halt, dann würde ich doch eher Steinboden. Dann haben wir nämlich die Wahl, nochmal irgendwas anderes drauf zu packen. Also ersetzen durch zum Beispiel, keine Ahnung. Problem ist, es ist halt sehr niedrig gesetzt. Das heißt, es wird auch ein bisschen dreckig aussehen. Sowas wie neuzeitigen Boden werde ich dann halt nicht reinmachen können. Wir werden auch ein paar Grasbüschel drin haben. Das heißt, ich wäre dann eher zu sowas wie kalten Stahlbeton eher angesetzt. Weil wir haben ja jetzt an und für sich eine reine dicke Tapete. Man könnte jetzt auch alles mit grün, wenn wir es wirklich in grün machen, dann machen wir hier sogar noch die Mosaikdinger rein, dann hast du hier so den Grün des Todes. Wir könnten aber auch Alien-Fundament nehmen. Ich glaube, das Alien-Fundament würde mich jetzt am ehesten ansprechen. Ja, es ist halt sowas Helles wie Marmor oder so, sieht zwar geil aus, aber nicht hier, nicht hier. Aber man sieht ja hier schon, ich habe da so einen Dreckfleck, den werde ich auch nicht wegkriegen. Ich müsste sonst eine weitere Etage höher ziehen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung, dass man dann einfach sagt, okay, gut, da ist jetzt nicht meine Tür. Ich arbeite hier nochmal mit einer schrägen, die mich dann noch ein Stück höher trägt. Und da packen wir das dann alles drauf. Dann könnte man auch geilen Boden mit Weiß oder ähnliches reinmachen. Nachteil ist, wie gesagt, wir haben es jetzt zugemacht. Die Sonne wird trotzdem durchgucken. Also ist das einzige Problem, was ich jetzt mit diesem Untergrund habe. Aber auch wirklich das einzige. Aber gut, überlege ich mir nochmal. Wir ziehen jetzt erstmal überall so weit einmal hoch. Ob wir das dann wirklich nochmal komplett auskleiden. Oder vielleicht auch nur so in der Mitte so einen kleinen Altar machen oder sowas in der Richtung. Wo dann halt nur so ein bisschen und der Rest bleibt dann halt so wie er ist. Wird dann halt vielleicht nur einfach abgedeckt oder so. Aber gut. Dann schließen wir wenigstens jetzt schon mal das Äußere der Pyramide jetzt ab. Dann haben wir wenigstens das schon mal soweit fertig. Und dann brauche ich mir da erstmal keine Sorgen mehr machen. Ob ich auch vier Eingänge lasse oder ob ich nur einen Eingang mache. Eigentlich wäre ja schlau, einen Eingang nur zu machen. Aber ich lasse mir die Option mal offen. So, was hatte ich gesagt? Drei wären das gewesen, ne? Mal kurz rüberfliegen. Nochmal nachzählen. Vier wären es gewesen. Vier nach der Dings. Okay. Dann mal einen nochmal raus. Falls ich jetzt überall eine Tür reinhauen möchte. Mal gucken. So. Aber dann schließen wir wenigstens jetzt heute schon mal ab. Das Grundkonstrukt. Ah, doch etwas über die Hälfte. Wir haben eigentlich noch ein bisschen Platz, was Bauen angeht. 1, 2, 3, 4. Gar nicht mal so schlecht. Also, ne? Fundamente kosten halt arsch viel Baubudget. Genauso wie Licht, das sind halt immer so die zwei Camp-Budget-Fresser ohne Ende. Wo man dann immer sagt so, oh, wo ist denn mein Budget hin? Achso, ich habe einen Betonklotz hingestellt. Achso, na denn. Ja, kann ich mir jetzt auch erklären. Oder was extrem ausgeleuchtetes. Gut, aber ich würde sagen, ja, das kommt doch schon eher hin. Ihr könnt ja sagen, ob ihr vielleicht eher vier Eingänge haben wollt oder ob doch nur eher ein. Mal gucken. Aber ich würde sagen, soweit, ja. In einer riesigen Wüste eine riesige Pyramide, wie es sich gehört. Gut, und da wir King of the Pyramide sind, machen wir jetzt hier auf der Pyramide natürlich einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.